Beispielsweise eine in Altersarmut lebende Oma soll sich dieses Schnitzel jetzt nicht mehr kaufen im Lidl. Das ist auch ein sehr klassistisches Argument sozusagen. Man muss sich das leisten können. Und ich finde, man sollte Umweltschutz sich nicht leisten können, sondern es müsste erst überhaupt gar nicht im Supermarkt stehen. Mein heutiger Gast hat, wie ich selber festgestellt habe, ungefähr 3 Nullen zu wenig, was seine ganzen Follower angeht. Denn er ist ein absoluter Geheimtipp. Irgendwo zwischen Neo-Soul, Elektronik, UK, Vocal, House, organische Elemente. Er selber nennt es, glaube ich, Organic Electronic. Bei mir heute auf unserem Hausboot zu Gast ist Mowgli. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wenn man erstmal bei dir drauf ist, dann wundert man sich, warum du nicht irgendwie auf allen möglichen internationalen Blogs abgefeiert wirst. Wenn du das so siehst, dann ich sehe das so. Sehr. Ich bin immer auf der Suche nach besonderen Klängen, die man irgendwie nicht direkt zuordnen kann vielleicht. Also, dass man sich vielleicht fragt, was es ist, ein Klavier oder eine Harfe, oder man verfremdet noch recht viel, schafft aber trotzdem eine gewisse Wärme. Deswegen sage ich Organic dazu, oder Organic Electronic, weil es eben dieses Digitale nicht so hat, was technoide Musik ja oft mitbringt. Ich muss ganz kurz was sagen. Du bist auf jeden Fall der Erste, der seinen Tower mit dabei hat. Also einfach seinen Riesenrechner, das für alle, die erst nach 2000 geboren worden, ist das, was euer Großvater noch irgendwo stehen hat. und du hast deinen eigenen Stuhl dabei oder Hocker. Ach so, ja, tatsächlich. Also der hat halt so eine gewisse Dynamik, ne? Du kannst dich in Höhen verstellen und wahrscheinlich kennst du das auch, wenn man halt stundenlang vorm Bildschirm sitzt, dann ist es einfach gut so für den Rücken, dass man da so ein bisschen flexibel ist. Das ist die bessere Erklärung als das, was ich in meinem Kopf hatte, dass er so Mariah Carey-mäßig nur mit seinem eigenen Stuhl im Studio arbeiten kann. Ich kann nicht anders. Du wohnst in Köln eigentlich, aber gehst trotzdem ganz oft zum Musikmachen aus der Stadt raus und dann halt an einsamere Orte. Also das habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren mir so ein bisschen angewöhnt, im Sommer über eine längere Strecke wirklich draußen zu sein und sich nur aufs Musikmachen zu konzentrieren und ohne Einflussfaktoren von außen, ohne Wäsche zu waschen, ohne sich um viel kümmern zu müssen, nur Musik machen kann. So. Geil. Okay, du lebst auf jeden Fall den Traum. Ja, das ist geil. Geil, wo hast du die Sounds denn gesammelt? Jetzt als erfahrener Field-Recording-Spezialist. Also es hat sich so ergeben, dass ich sowieso geplant hatte, mit einem Freund in die Eifel zu fahren, was ja von Köln nur eine Stunde ist. Und wir waren dort zu zweit in einem Haus mit meinem besten Freund Tonio. Er ist Violinist, Stepptänzer, Beatboxer, Multiinstrumentalist auf eine Art, komponiert und schreibt auch selbst Musik unter dem Namen Tong. Wahnsinn. Und wir waren 2 Wochen dort. Wenn der jetzt noch eine gute Bolognese machen kann, also er kann vegan kochen, natürlich, ja. Dann ist das auf jeden Fall ein Genie. Wir waren so richtig im Nirgendwo, also im Nationalpark Eifel. Und wir haben uns echt wie so kleine Gnome gefühlt, so Waldgeister im Wald, und konnten das Handy mal 2 Wochen lang weglegen und dort Sounds sammeln. Ich sing jetzt diesen Song, bis es knallt. Waldschlager, vielleicht sollte es verboten bleiben. Atemlos durch den Wald. Nee, das machen wir nicht. Stell dir mal vor, wie krass es ist. Unter dem Boden sieht es überall so aus wie hier. Und was wir sehen, ist ja nur die Oberfläche. Und das ist einfach so eine krasse Welt, die immer noch drunter liegt. Ich meine, es klingt jetzt nicht besonders, aber es sieht fantastisch aus. Wir waren heute an einem Wasserfall. Das ist ein sehr nicer Berg, der aus versteinertem Moos besteht und einfach auch stellvertretend für diese Naturlandschaft steht, in der wir uns gerade befinden. So. Sag mal, a nice hole here. Ah, okay, das ist Tonio. Trocknetes Moos, versteinertes Moos, was ist denn hier los? Yo, hast du kein Moos in der Tasche? Dann mach doch aus der Flasche. Du bist sehr beliebt. Bei den Vögeln im Wald. Hey.
Wie macht eine Spinne eigentlich? Komm, wir nehmen eine Spinne auf. Kommt raus, ihr kleinen achtbeinigen Freunde. Los. Genau, davon könnte man quasi mal ausgehen. Da habe ich jetzt auch gar nicht so viel geschnitten. Es ist eigentlich durchgehend 2 Bars und relativ gut im Tempo quasi. Voll. Also bei der Kick finde ich tatsächlich, ist irgendwie wichtig, dass die knallt. Mhm. Und dass man da vielleicht tatsächlich noch ein Sample dazu lädt, damit es einfach wumst sozusagen. Und dann könnte man die beispielsweise auf mit einem Stereo-Enhancer so ein bisschen separieren von der Mitte. Dann klingt es so breiter und lässt Platz für die andere Kick, die so darunter liegt. Mit das Schwierigste ist eine gute Kick, also eine Kick, die wirklich alleinstehend für sich selber in einer fertigen Produktion von den Dingen, die wir hier machen, benutzt werden kann. Weshalb immer gerne mal eine Kick hinzugefügt wird, also eine schon fertig programmierte Sample-Kick. Das kriegt ihr dann aber mit, wenn es passiert. So wie bei Mowgli jetzt, der es gesagt hat. Es wird nichts verheimlicht. Damit in Kombination, genau, ein Sidechain ist, glaube ich, ganz cool zu programmieren, auch auf die Stimme. Sidechain ist quasi, ihr habt ein Signal wie einen langgezogenen Streicherton. Und ihr könnt den verlinken mit zum Beispiel einer Kick, die wie da dann in dem Rhythmus kommt. Dann ist es. Genau. Wird es immer weggedrückt. Man kann alles Mögliche darauf linken und sagen, das ist der Mars und alles andere oder die Sachen sind quasi der Slave, die dann untergeordnet sind. Okay, mal schauen, was hier rhythmisch geht. Geil. Unique as Sample. Das heißt, du hast für ein eigenes Sample daraus erstellt. Das hat nichts mehr mit dem großen davor und danach zu tun. Genau, dann wird die Datei einfach kleiner. Man spart sich auch ein bisschen Datenmüll. Nehmen ihm die Tiefen weg, sorry. Aber dieser Wasserfall, wo wir waren, hatte so eine kleine Aussparung. Und hinter diesem Vorhang aus Wasser war quasi so ein kleiner Hohlraum. Und wir sind zwar nicht reingegangen, aber standen direkt davor und haben einfach versucht, so ein paar lustige Sounds vielleicht einfach zu machen. Ja. Okay, ihr wolltet so Dschungelgeräusche eigentlich ja auch ein bisschen imitieren. Genau, vielleicht nimmt man dann nur so ein kleines Fitzelchen raus. Und daraus könnte man zum Beispiel etwas generieren, was so klingt. Ja, vielleicht nimmt man den. Genau, noch checken, dass der in. Passt doch eigentlich, ne? Machst du alles per Gehör oder holst du auch schon ab und zu Hilfsmittel, Plugins und so dazu, die dir sagen, welche Tonart du gerade hast? Eigentlich mache ich viel übers Gehör. So die, also ich war immer nie so fit in Musiktheorie, aber was so Harmonien angeht, höre ich das, glaube ich, oft einfach raus. So dritte, fünfte Stufen oder sowas. Du bist ausgebildeter Jazzpianist, ne? Genau, bin so ein bisschen aus der Übung wahrscheinlich, was jetzt schnelle Soli oder motorische Fähigkeiten angeht, aber... Könntest du jetzt was anspielen, dass man ein Gefühl bekommt, ah, das ist, das so klingt Jazz-Piano? Weiß nicht, ja. Das könnte jetzt aber auch eine Stevie Wonder-Nummer sein, ne? Voll geil. Ich habe schon Klavier gespielt, da war ich 4, 5 Jahre alt und ich bin wahrscheinlich sehr geprägt von meiner Mutter, die ist Mandolinlehrerin in der Musikschule in Düsseldorf und mein Vater ist Steuerberater. Wahrscheinlich hat beides so ein bisschen dazu geführt, dass ich jetzt Producer bin, weil es irgendwie ja auch darum geht, die Ideen, die man hat, zu ordnen, zu organisieren, zu strukturieren, aufzuräumen, Entscheidungen zu treffen, das klingt gut, das klingt schlecht und so Projekte zu erstellen. Ja, und vielleicht machen wir mit Akkorden einfach weiter, oder? Mhm. Aber hast du theoretisch was Tonales aufgenommen? Haben wir was Tonales aufgenommen? Ja. Wir haben da dieses Haus in Eitorf über eine Bekannte, die quasi so einen Gartenbereich hat. Man kann auch draußen Musik machen. Hier haben wir das Studio aufgebaut. Wir sind hier für ein paar Wochen und produzieren Musik. Der so Smooth Blending. Smooth Blending.
Okay, Fades quasi. In einem kleinen Fade. Mhm. Ja. Okay. Genau, das müsste jetzt 2 runter sein. Vielleicht auch ein bisschen unöfter. Genau, und auf dem Sidechain. Naturalmente. Beliebter Sound und auch Spielweise eigentlich, ne? Das ist so alles so, Justin Bieber könnte das genauso machen. Da geht halt alles drüber, genau. Ja. I'm in love with your body. Genau, ja, genau, das ist voll die coole Pop-Schiene quasi. Gibt es so einen Song, den du richtig gut findest, aber auch gleichzeitig inzwischen mit deinem jetzigen State of Mind, von dem du sagst, ah fuck, ist so ein gutes Lied, aber es ist so ein scheiß Song eigentlich. Wahrscheinlich gibt es Unmengen von, weiß nicht, Despacito oder I'm in love with your body, was wahrscheinlich noch okay ist, aber ja doch objektifizierend auf eine Art oder reduzierend. Ja, irgendwie brauchst, glaube ich, eine neue politische Haltung oder einen neuen Inhalt sozusagen, der darüber hinausgeht, was Popmusik gerade so leistet, weil ich glaube, Musik hat eine große transformative Strahlkraft eigentlich. Und man könnte über so vieles schreiben, was gerade so wichtig ist, was so viele Menschen beschäftigt. Und da warte ich ehrlich gesagt noch ein bisschen drauf. Ich beschäftige mich seit so ein paar Wochen schon sehr intensiv mit der Situation, die wir gerade haben, dass wir als Menschen der Umwelt schon ein starkes Stück abverlangen. Und wie wir da systematisch auch was ändern können und was auch jeder Einzelne machen kann, was man aber auch politisch angehen muss. Ich glaube einfach, dass das die Krise unserer Zeit ist und die Herausforderungen, die klimatischen. Du hast deine Haare mal gefärbt? Mhm. So grünlich war das, glaube ich. Ne? Ja, gerade auch noch so ein bisschen blond übrig. Ja. Achtest du darauf, dass es quasi umweltverträglich oder umweltfreundlich ist? Also ich glaube, in der Diskussion überschätzt man den persönlichen individuellen Einfluss. Es gibt ja diesen Begriff ökologischen Fußabdruck, der aber ja die Schuld beim Individuum sucht. Und da sehr stark quasi so, du sollst es dir ausrechnen, du sollst möglichst alles richtig machen, du sollst konsequent sein, in möglichst vielen Bereichen dich vegan ernähren, nichts Neues kaufen und so weiter. Das ist auch gut und es braucht auch diese Awareness dafür. Aber damit wäre es nicht getan. Ich glaube, selbst wenn alle Leute in Deutschland oder in Europa sich vegan ernähren würden, wäre immer noch nicht genug getan. Wenn du sagst, dass ein veganer Lebensstil von mir aus von einem ganzen Kontinent kaum dazu beiträgt, dass sich was ändert, das kann ich mir nicht vorstellen. Das musst du mir jetzt, da brauche ich jetzt Fakten. Das macht einen Riesenunterschied, wenn Einzelne sich entscheiden, pionierhaft da voranzugehen und wenn möglichst viele mitmachen, ist natürlich super. Nur, ich finde, man sollte quasi den Fokus nicht auf die Verbraucherseite, auf die Konsumentenseite legen und sagen, beispielsweise eine in Altersarmut lebende Oma, soll sich dieses Schnitzel jetzt nicht mehr kaufen im Lidl. Das ist auch ein sehr klassistisches Argument sozusagen. Man muss sich das leisten können. Und ich finde, man sollte Umweltschutz sich nicht leisten können, sondern es müsste erst überhaupt gar nicht im Supermarkt stehen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es, glaube ich, auch so, dass 2/3 aller Emissionen von nur 20 Unternehmen weltweit ausgestoßen werden. Das sind die großen Ölkonzerne, Energiesektor, Verkehrssektor. Allein dadurch, dass du in Deutschland wohnst und eine Heizung hast und in einem Haus wohnst und ein Auto möglicherweise fährst oder Bahn, hast du Emissionen. Und die kriegst du nicht unter diese empfohlenen 1,5 Tonnen, sondern die liegen bei so 5 bis 6 mindestens und im Durchschnitt sogar bei 11. Das heißt, es braucht einen großen Shift tatsächlich. Und es gibt dieses Zeitfenster in den nächsten 10 Jahren, deswegen ist es auch gleichzeitig so eine Dringlichkeit, die irgendwie da ist. Und ich glaube, diese Dringlichkeit habe ich jetzt durch die Pandemie so ein bisschen stärker noch gemerkt, dass man einfach nicht mehr sich in der Grauzone bewegen kann, sondern Position bezieht. Hey, yeah, wir sind hier bei Sounds Off. Ich fordere den Baustopp von diesen Autobahnen. Ich möchte nicht Auto fahren, ich möchte weiter walken, ich möchte weiter talkmen, ich möchte mit meinem Fahrrad. Ey, das klappt doch von A nach B nach T. Du warst ja früher in einer Band, ne? Richtig. Mogelbaum.
Damit hat alles angefangen eigentlich. Also es waren meine besten Freunde. Tonio war auch dabei mit der Geige. Wir hatten Saxophon, Samplepad, Drums und Franzi, eine wunderbare Sängerin am Gesang. Mogelbaum. 13, 14. Ja, ist ein Pokémon. Okay. Und ist ein sehr rares Pokémon. Es gibt es nur an einer Stelle in einer Edition. Mogelbaum kann auch nicht viel außer Klatscher und ist ein Gesteins-Pokémon in Form eines Baumes. Hat Angst vor Wasser deswegen. Wie kam es dann zu der Auflösung von Mogelbaum? Wir hatten so unseren Peak, glaube ich, 2016. Reeperbahn-Festival, waren ein paar Shows dabei. Waren in Bulgarien, waren in Indien auf einem Festival. Also es war eine super Zeit. Okay, das heißt, du fühlst auch in dir drin keinen Widerspruch. Also nach Indien fliegen und dann trotzdem drei Tage später auf Instagram sagen, ey Leute, wir müssen echt jetzt mal an den Planeten denken. Da hast du keinen... Doch, es ist ambivalent, auf jeden Fall. Es ist nur, glaube ich, falsch, quasi diese hohe Messlatte an moralischem Anspruch an eine Person zu legen und zu sagen, du musst es aber richtig machen. Wenn Luisa Neubauer fliegt oder Greta Thunberg fliegen würde, sie ist ja immerhin mit dem Segelschiff nach Amerika und nicht mit dem Flugzeug, könnte sie aber auch machen und es wäre trotzdem inhaltlich richtig, was sie sagt. Voll. Und es ist halt sehr leicht, sozusagen denjenigen, der die Message bringt, die richtig ist, zu blamen und sagen, dadurch, dass du dich nicht so verhältst, ist auch all das, was du sagst, nichtig. Es gibt beispielsweise das Green Touring Network, was eine Freundin macht. Die machen sich Gedanken darum, wie kann man grünes Merch beispielsweise herstellen, wie kann man Recycling und Kreislaufwirtschaft betreiben, wie kann man möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Beim Catering beispielsweise, dass man genau sagt, wie viel man braucht. Und ich würde mir schon die Freiheit rausnehmen, auch zu reisen, weil das auch zum Vorteil eines Musikers so gehört, so ein bisschen so ein Traum auch rumzukommen, Leute kennenzulernen, das Soziale. Und wenn das wieder stattfindet, dann bin ich am Start. Wär's mit so einer Traubenclap? Traubenclap? Genau, die habe ich mal so benannt, weil das, glaube ich, einem. Kennst du diese, die so in Restaurants manchmal Plastik, aus Plastik quasi in den Auslagen liegen? Das sind so Weintrauben einfach. Ach so, ah, okay. Die kannst du so benutzen und irgendwie hat mir der Sound da mal sehr gut gefallen. Aber wo lagen die? Ich glaube, auf der Straße. Hat jemand aussortiert. Ah. Und die haben irgendwie eine nice Saftigkeit. So. Mhm. Ich mag Claps, die so feucht sind. Fast schon mehr wie ein Snap eigentlich, ne? Stimmt, ist so eine gute Mischung. Dann wäre wahrscheinlich noch ein nice to have. Space Birds musst du mir auf jeden Fall noch mal erklären. Das ist so ein kleiner Tonvogel, den kannst du mit Wasser füllen. Wenn man dann reinpustet, dann schwappt das da drin so, dass es diesen Vogelsound ergibt. Und ich glaube, hier haben wir zwei Sachen aufgenommen. Einmal diesen Tonvogel und einmal eine Nasenflöte. Es kriegt mich wirklich emotional, wenn ich in den Wald gehe und aufgrund von Plantagenpflanzungen die Diversität so weit ausgeschaltet ist, dass sie zwar der Forstwirtschaft nutzt, zum Beispiel in dem Fall auch hier in der Eifel, aber wenn der Wald quasi keinen Sound hat, kein Leben hat, dann hängt alles miteinander zusammen. Ja, das sieht schon krass aus hier, das Totholz, ne? Fragt man sich. Brotholz. Fragt man sich, ob es einfach umgefallen ist, oder? Ja, es geht ein Bach runter. Ob es den Bach runtergeht, wie das Wasser itself. Und hast du dieses Thema mit dem Klima oder deiner Generation auch mit deinen Eltern? Gibt es da so ein Verständnis und eine Brücke oder ist das... Es gibt ein Verständnis auf jeden Fall und es gibt auch eine Anerkennung der Wichtigkeit. Aber ich glaube, es gibt nicht diesen Handlungsdruck einfach und es gibt auch nicht die Instrumente sozusagen darauf zu reagieren. Also, ich glaube, die Generation unserer Eltern und jetzt meine Eltern da speziell irgendwie hervorstechen zu wollen, so lösen halt sehr viel über Konsum. Und für sie ist auch Konsum so eine Art Statussymbol. Und vielleicht kommt man ja irgendwann hin,
dass es eben, dass man eher geblamed dafür wird, dass man unnötige Sachen kauft, dass es sich eher umdreht. Also genau, früher war das Wirtschaftswunderjahre, da war klar, so wer zwei Mercedes hat, der hat es irgendwie geschafft. Und jetzt wäre es eher, ey, du hast zwei Mercedes, einer reicht doch auch. Also da ist eher das dann so. Ey, du hast kein Mercedes, wie cool ist das denn? Wie machst du das? Ja, Lastenfahrrad. Ach krass, cool. Das ist der geilste Spruch. Ey, du hast kein Mercedes, wie cool ist das denn? Genau, vielleicht können die Vögel sogar in dem Fall so ein bisschen das Intro bilden. Den Endless Smile, kennst du den? Yes. Das ist von der gleichen Firma, die auch den Sausage-Fettner. Dada Life. Übrigens, Leute, ne, das will ich jetzt an dieser Stelle einmal sagen. Hatet mich gern, I don't give a fuck. Leute, die bei YouTube reinschreiben, bei Deichkind oder wem auch immer, der den Sausage-Fettner benutzt, dass das dann keine richtigen Produzenten seien. Jeder kann das benutzen, worauf er Bock hat. Kein Hate. Producer-Polizei. Gleich kommen sie und nehmen uns mit. Ich hab's im Gefühl. Vorsicht! Ich habe jetzt einen Automation-Clip erzeugt auf den Anteil dieses Erklär den mal gerne. Also es ist eigentlich eine wilde Mischung. Man hat einen großen Knopf. Ich mag so Plugins, die relativ simpel sind. Dann gibt es bis zu 6 verschiedene Plugins, die eine Mischung aus Delay und Reverb eigentlich sind. Und dann habe ich das jetzt automatisiert. Und er freut sich einfach einen Ast, dass es losgeht. Ich liebe es. Ich finde es ja mega. Sollen wir fragen, ob wir eintreten dürfen? Ja, dürfen wir eintreten? Dürfen wir eintreten? Das war, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ja, aber nur, wenn ihr die Gepflogenheiten des Hauses respektiert. Okay, bereit? Mhm. Das ist geil. Kannst du ein paar Ton hören? Also so eine kleine Bassline vielleicht. Als wir da in der Eifel waren und diese Folge gedreht haben, bin ich zurück nach Köln gekommen und hatte direkt irgendwie so ein Clash-Gefühl. So ein bisschen halt, dass man zurück in der Stadt ist. Jetzt auch mit so Lockdowns, man ist ja viel zu Hause und man ist doch Social-Media-mäßig ein bisschen addicted. Und aus dem Gedanken heraus habe ich irgendwie gedacht, ich schreibe vielleicht darüber einfach einen Text. Einerseits diese Naturerfahrung irgendwie zu verbalisieren und andererseits aber auch dieses ambivalente Gefühl zu der Technik irgendwie zu beschreiben. Surrounded by paradise, sucked in by the screen. My phone is a parasite, who wants to be seen? Was ganz lustig ist, man kann eine zweite Spur zum Beispiel erzeugen, indem sie so klingt. Also eine Oktave tiefer. Und wenn ich diese tiefer gepitchte Stimme jetzt vom Mann shifte auf sowas wie -9 oder so, dann klingt die irgendwie weiblich. Also nicht so Mickey-Mausig, als wenn es einfach eine Oktave hoch wäre, sondern den Format wieder runtergebracht. So. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist einen zweiten Sidechain zu erzeugen für die Vocals. Die liebst du, ne? Die Sidechains. Aber nur ganz dezent an der Stelle. Rounded by paradise, sucked in by the screen. Das heißt, jetzt wird der. Aber, ja. Jetzt werden die Vocals auch ganz leicht weggedrückt von der Kick. Genau, ja. Rounded by paradise. Sieht man hier so den Unterschied? Hier ist er sehr stark am Ausschlagen hier. Rounded by paradise, sucked in by the screen. My phone is a parasite, who wants to be seen? Ja, schauen wir doch mal nach ein paar Violins. That's the place to be, ey. Mal auspacken vielleicht. Flauschig aus. Warum nicht? Vielleicht so in so einem Tempo liegende Töne, relativ tiefe, die man so cellomäßig pitchen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Halt ausgebildeter klassischer Geiger so. Also er hat sowohl klassische Geige studiert als auch dann nochmal Jazz-Pop-Geige.
Angeber! Flex! Ja. Oh, mal schauen, welche übereinander passen. Ein kleiner Akkord. Geil. Na, na, komm mal zusammen auf den Channel. Ja, vielleicht packen wir die einfach in so eine kleine Hallwolke so. Ich hatte gerade überlegt, bei den Streichern wäre ich wahrscheinlich mit so einem einzelnen Streicherton reingegangen und dann bei der zweiten Wiederholung dann diese harmonischen Sachen hinzugeholt. Mhm. Weil sonst ist es so eine Wucht und du kannst gar nicht zuordnen, was da Schönes passiert. Das ist geil, aber ein geiles Gefühl. Danach, dann, dass es dann wieder so sehr tief wird. Okay, dann würde ich mal kurz mit Vocals weitermachen. Ja, dann hat voll. Man vielleicht schon so eine Sample-Idee für einen Chorus. Also. Mhm. Sagt man Quarking Frogs im Englischen auch? Oder sagt man Quarkende Quarking habe ich irgendwie gefunden. Hast du es gegoogelt oder geguckt? Quarking Frogs. Geil wäre auch, wenn er so einsteigt. Quarking Frogs. Quarking Frogs. Quarking Frogs. Du sollst aufnehmen. Du sagst Bescheid, wenn du läufst, ne? Ich laufe. Quarking Frogs. Das hat funktioniert. Modernste Aufnahmetechnologien hier. Quarking Frogs. Geil. Quarking Frogs. Aber ich glaube, als Doppelung drunter ist es super. Und ihr wart live dabei. Quarking. Cracking. Ist wie so ein Kind. Cracking Frogs. Voll. Mega. Cracking Frogs. Wow. Cracking Frogs. Inspiring sun. Was it here before? My gaze begun. Das klingt super. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, wo du für dich alleine weiter frickelst. Okay, geil. Great. People. Hier ist er, der Tausendsasser. Der gute Tonio ist jetzt da und ich habe... Oh. Ich habe so vieles über dich gehört, ne? Die Legende sagt, du bist ein fantastischer Violinist. Du kannst aber auch Stepptanz. Warst sogar mal deutscher Meister. Du kannst fantastisch kochen. Das hast du selber. Ich glaube, du hast aber zumindest gesagt, du liebst kochen. Was kannst du noch? Was glaubst du, kannst du jetzt noch verraten, was noch keiner weiß, was du auf dem Kasten hast? Ich kann kein Dama spielen. Kennst du das überhaupt? Das ist dieses Ding mit dieser Kugel, was man aufspießt. Ah, das kannst du? Ja, aber es gehört zu Jonglieren dazu, würde ich sagen, oder? Ach, Jonglieren kannst du auch. Andersrum, was kannst du nicht? Geil, Mann. Ey, bist du gespannt, was der gute Mowgli gemacht hat? Und wie? Ich kann es kaum erwarten. Ey, dann wollen wir dich gar nicht auf die lange Folter spannen und reden danach und hören jetzt einfach mal rein in das gute Stück. Surrounded by paradise, sucked in by the screen. My phone is a parasite, who wants to be seen? Time feels like melted ice, there's nothing to keep. I have been paralyzed, cause I wanted to be seen. Like a waterfall, stones are growing slow. They have been here before, a long time ago. I need something to lean on. What about this tree? We need roots to dream on, cause we are the sea. Quarking frogs. Quarking frogs in the sparkling sun. It was here before, my gaze begun. Now I wanna grow with you. Colorful like a flower, I can feel the groove with you.
now I wanna grow with you. It's colorful like a flower. I can feel the groove with you. Do you see we got the power? Nice, Mann! Sehr geil, I love it. Ist richtig gut, ist richtig gut. Ist auch richtig du. Danke, danke. Oder? Aber auch du, ich glaube, ausleben dürfen. Die Violins machen viel. Irgendwie hast du es geschafft, so wie eine zweite. Du singst dann eine Oktave höher oder so und leichter, ne? Und in der Kopfstimme. Und du hast halt irgendwie das kreiert. Das klingt ein bisschen wie eine zweite Person und ist trotzdem du, deswegen passt es sehr gut dazu. Ja, lässiger Prophet natürlich am Start. Du. Ja, ich mag's, glaube ich. Ich glaube, ich würde gerne dazu tanzen. Rocking Frogs in the sparkles. It was here before. My day's begun. Now I wanna grow with you. It's colorful like a flower. I can feel the groove with you. Now I wanna grow with you. Colorful like a flower. I can feel the groove with you. Geil. Geile. Das war's. Vielen lieben Dank. Merci. Premiere. Guter Tanz. Erstes Mal. Hausbau wahrscheinlich eingeweiht. Mit dieser Art von Free Spirit. Ich danke euch, cool. Leute. Bis zum nächsten Mal. Mowgli, Tonio, check die aus. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen mit unseren beiden wundervollen Gästen. Auch diese Folge könnt ihr nachhören. Podcast Sounds Off in der ARD Mediathek und auf allen Streaming-Plattformen. Und ladet euch die Sounds runter von den beiden. Unfassbar, eine ganz tolle Ergänzung zu unserer Musik-Library der Samples an musik@klimasland.de. Eure Werke schicken, dann laden wir die hoch. Wer die Folge mit Phasen nochmal nachgucken möchte, der klickt da. Und wer das Video sehen möchte mit Felix Lobrecht, erkennst du den Song, der klickt da unten.